zum Grußwort des Vizepräsidenten Süd des Rheinischen Schützenbundes, Herr Klaus Stefan. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Festgäste, verehrte Ehrengäste, Majestäten, ich bin am heutigen Tage von unserem Präsidenten des Rheinischen Schützenbundes gebeten worden, hier ein paar Grußworte zu sprechen. Der Präsident Ulrich Müller ist heute auf zwei anderen Veranstaltungen. Wir haben uns das aufgeteilt. Ich habe heute Morgen eine in Koblenz gemacht und jetzt hier. Und er macht eine in Krefeld und in Bocholt. Sie können sich also vorstellen, wie groß unser Gebiet ist. Und er hat mich also gebeten, weil es ist eigentlich schade, sagt er, weil er gerne ein Glas Wein trinkt, wäre er gerne hier, aber von Krefeld hierhin sind auch fast 300 Kilometer, sagt er, du hast von Trier nicht so weit. Übermittelt die Grüße des Rheinischen Schützenbundes und bedanke mich vor allem für die Einladung. Das mache ich natürlich selbstverständlich gerne, weil ich auch nebenbei noch so ein bisschen Sportschütze bin und in jedem Jahr einmal zu den Bezirksmeisterschaften von Trier hier hinfahre, eine Meisterschaft mit ausrichte, auch selbst mit Schieße, und ich dann bei Elmar Justen und seiner Frau eine hervorragende Erbsensuppe jedes Jahr genießen darf. Das ist also einfach spitze, wie das hier gemacht wird. Es fällt mir natürlich schwer, das, was meine Vorgänger wiederholt gesagt haben, zu wiederholen bzw. zu toppen. Ich weiß, es ist schwer, wenn 9, 10, 11 Leute im Bus versprechen. Und das soll nicht so lang werden, damit Sie auch nicht so übermäßig lange damit beschäftigt sind und so viel zuhören müssen. Vielleicht eins zu dieser Sache. Herr Küppers hat mich die Woche kontaktiert. Wir haben im Telefongespräch, habe ich gesagt, hör mal, wie viele Leute sprechen dann ein Grußwort? Da sagt er zu mir 9, aber das ist nicht so schlimm. 9 mal 10 Minuten ist 90 Minuten, dann ist mir der Hörer aus der Hand gefallen. Ich habe gesagt, können wir natürlich nicht machen, das ist ja viel zu viel. Und wenn ich mir überlege, dass ich jetzt schon fast 4 Minuten dran bin, dann wird es langsam aber sicher Zeit, dass ich aufhöre mit dem Ganzen. Ich persönlich will also nochmal mich bei dem Schützenverein für die Einladung bedanken. Herr Präsident, das ist ganz hervorragend gemacht worden. Ich werde mit Sicherheit im nächsten Jahr bei der Bezirksmeisterschaft wieder hier erscheinen, auch wenn es vielleicht nur als Funktionär ist und nicht mehr als Schütze, weil in unserem Funktionärswesen bleibt nicht viel Zeit zum Turnieren. Und Sie wissen selbst, die Ergebnisse, wenn man nicht trainiert, gehen in den Keller, und das möchte man nicht. Ich sage immer so, es gibt gute Funktionäre und es gibt gute Schützen, und jeder muss wissen, wo er hingehört. Ich darf mich also nochmal hier bei Ihnen bedanken. Ich darf mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Der Rheinische Schützenbund wird Ihnen weiterhin behilflich sein. Sie haben also, was die Schützen angeht, Sie haben also in den letzten 1,5 Jahren gesehen, was passieren kann, wenn ein anderer Verband kommt und versucht, etwas besser zu machen. Das Ganze ist zwischenzeitlich gestorben. Es geht also, das kann ich Ihnen sagen, es geht also so weiter wie bisher. Und vielleicht noch eine Sache, wenig Geld. Ich war heute Morgen in Koblenz. Es geht also da um die Zuschüsse, die wir von der Landesregierung bekommen, über den Landessportbund. Und ich darf also die Vereine bitten, die noch nicht ihre Anträge abgegeben haben, gebt bitte die Anträge ab, es rentiert sich. Es ist eine Sache, wir brauchen nicht viel dafür zu tun, einen anständigen Antrag ausfüllen, eine Begründung dabei, wie viel Jugendarbeit gemacht wird und. Tut uns bitte den Gefallen, wir wollen das Geld ja gerne loswerden. Wir dürfen es nicht behalten, sonst kommt nächstes Jahr das Finanzamt und sagt, was habt ihr denn da noch für Geld? Habt ihr keinen Schützen, braucht ihr, muss das Geld nicht ausgegeben werden oder so. Das kann man unmöglich machen. Also nochmal meine Bitte an die Vereine, geht bitte hin. Füllt den Antrag aus, das ist 10 Minuten ab. Schickt ihn dahin, wo es im Internet steht, und wir werden sehen, im August, Anfang September kommen euch, so wie ihr Mitglieder habt, entsprechend Gelder auf euer Konto.
wünsche euch viel Erfolg bei Auswählen dieses Antrags, aber noch viel, viel mehr Erfolg bei der heutigen Festivität. Ich gehe mal davon aus, da ich meine Frau dabei habe, dass ich noch ein paar Gläschen Wein trinke. Ich glaube, ich bin heute an der Reihe. Sie wissen, wie das ist. Es wird ja immer geteilt. Die Ehefrau fährt nach Hause und der Mann fährt hin und können sich ausrechnen, wer Gläschen trinkt. Also nochmals vielen, vielen Dank und ich wünsche Ihnen noch alles Gute für die Runde. Haben wir von unserem Dachverband für Jubiläen dieser Art, 100 Jahre, da sind wir nicht immer, haben dann eine spezielle Medaille des Rheinischen Schützenbundes, die dann im Schützenhaus einen besonderen Platz bekommt. Sie sehen, Sie können sich sie näher ansehen. Herr Präsident, ich darf Sie so übergeben. Ich darf dann noch die Urkunde dazu verlesen. Zum 100-jährigen Bestehen wird der Schützengesellschaft der Stadt Zell Mosel e.V. die Erinnerungsplakette des Rheinischen Schützenbundes überreicht. Der Präsident des Rheinischen Schützenbundes, Ulrich Müller, Leischlingen, 2. Juni 2013. Noch eine Sache, ich komme also doch zu meinen 10 Minuten. Ich mache das am Anfang immer so, ich täusche die Leute, dann sind die aufmerksamer und das geht dann einfach besser. Ich habe die Aufgabe bekommen, von Herrn Küppers nachher Ehrungen vorzunehmen. Ich mache das natürlich selbstverständlich sehr gerne, für verdiente Mitglieder Ehrungen vorzunehmen. Nur er hat mir die Liste mitgegeben und ich habe mir die eben mal durchgesehen. Also er hat mich mit einer Ehrungsliste von 40 Personen aus diesem Verein hier betraut. Und es wird, ja, er hilft, hat er gesagt, ist gnädig, ich danke. Und er hilft mir und wir bekommen das schon hin. Aber wie das bei uns im Rheinischen Schützenbund so ist, der Präsident und wir drei Vizepräsidenten haben immer eine kleine Ehrung für die Leute parat, die geholfen haben, die ihre Arbeit gemacht haben im Verein, die organisiert haben. Der Präsident, der den Verein führt, der seine Mitarbeiter hat, also ich kann nur eins sagen, er kann stolz sein auf diese Mitarbeiter. Wie das heute geklappt hat, Herr Langenhorst hat es eben gesagt, es ist also einwandfrei, wie der Ablauf des Zuges war und wie die Organisation hier war. Also ich kann nur den Mut ziehen. Und das ist für mich... Und das ist für mich Anlass, die Ehrenplakette, die wir im Präsidium des Rheinischen Schützenbundes zur Verfügung haben für besondere Anlässe, also so wie diesen hier, diese Ehrenplakette an Ihre drei Herren, an den Präsidenten und an die zwei, wie sagt man so schön in Althochdeutsch, an die Macher zu übergeben. Ich darf vielleicht ganz kurz erklären, was diese Anstecknadel, was die bedeutet. Es handelt sich hier um ein Oval mit Goldkranz und da sind zwei Embleme drin. Das eine ist das Emblem des Rheinischen Schützenbundes und das andere ist das Emblem unseres Protektors, des Fürsten Karl VII. Zu Ried aus Neuwied. Und diese beiden Herren haben diese Medaille entworfen und haben gesagt, gebt die Leuten, die es verdient haben, die gearbeitet haben dafür und steckt sie ihnen dann zurück. Sie haben es verdient. Vielen Dank dir.
Jahre gedauert.